Die russischen Bürger kaufen zwischenzeitlich Rekordmengen an Gold. Warum sie das tun und was sie für sich davon ableiten können, möchte ich Ihnen heute in diesem Video verraten. Mein Name ist Dominik Kettner von Kettner Edelmetalle und wie die westlichen Medien es so gerne machen, werden uns wichtige Tatsachen verheimlicht. Und deswegen habe ich dieses Video für Sie aufbereitet, um zu sehen, wie die russischen Bürger handeln, agieren und wie der russische Staat das Verhältnis zu Gold in den letzten Jahren massiv gestärkt hat. Die Nachfrage ist in den vergangenen Monaten in Russland um sage und schreibe 8% zum Vorjahreszeitraum gestiegen. Insgesamt wurden in Russland 4 Tonnen Goldmünzen und Goldbarren gekauft. Man muss dazu sagen, dass es deutlich mehr Barren als Münzen waren. Warum das so ist, erkläre ich im Laufe des Videos. Die Russen kaufen deswegen so viel Gold, weil die Inflation in Russland massiv angestiegen ist. Alleine im Zeitraum vom November 2020 bis November 2021 ist die Inflation in Russland von 4,4% auf 8,4% angestiegen. Und auch das ist nur die offizielle Zahl. Ein ähnliches Phänomen, aber im größeren Umfang, haben wir auch in der Türkei gesehen, wo die Inflation immer schneller und schneller steigt. Aber auch wir Europäer und vor allem die Vereinigten Staaten brauchen den Mund nicht weit aufreißen, denn auch wir haben zwischenzeitlich knapp 6% Inflation und in den USA ist die Tendenz ebenfalls stark steigend. Der russische Rubel hat im Vergleich zum US-Dollar, und das sehen Sie auch schön in dieser Grafik, im vergangenen Jahr teils deutlich aufgewertet. Was zeigt, dass hier eigentlich im Hintergrund ein gigantischer Währungskrieg zwischen dem US-Dollar, dem Rubel, dem US-Dollar und dem chinesischen Yuan, aber auch dem US-Dollar und der türkischen Lira läuft. Für die Russen wurde es deutlich günstiger, Gold in US-Dollar einzukaufen, was auch zeigt, dass der Dollar aus Sicht des russischen Rubels schwächer geworden ist. Während der Pandemie und der Maßnahmen der Pandemie hat sich Russland ebenfalls wie die meisten Länder dieser Welt massiv verschuldet. Auch das führte zu dieser Inflation und führt vor allem jetzt zu einer stärker steigenden Inflation als Folge des Ganzen. Die Ukraine oder der Konflikt zwischen den Russen und der Ukraine spitzt sich ebenfalls massiv zu. Und hier verbirgt sich sogar bei vielen Russen eine Kriegsangst. Im Februar 2020 ergab eine Umfrage, wie Sie hier sehen können, dass das Gold bei den Russen oder bei der russischen Bevölkerung deutlich beliebter geworden ist. Und zwar haben 6% aller Russen zwischenzeitlich in Gold investiert. Die Zahl in Deutschland dürfte deutlich unter 2 oder der 2,5% Marke liegen. Und das Ganze ist natürlich inklusive Schmuck gerechnet. Dennoch muss man sagen, der Anlagesektor ist auch in Russland sehr stark am Wachsen. 5% der Russen dachten bereits oder denken derzeit über den Kauf von Gold nach. Gründe dafür sind zum einen das Misstrauen in das System. Der Ostblock hat per se sehr starkes Misstrauen in die Politik, wenn auch Putin in den Medien oftmals als der alleinige Heilsbringer hingestellt wird. Man sieht aber, viele Russen mögen Putin. Es gibt auch viele Russen, das sieht man auch immer wieder in den Aufständen, die gegen Putin sind. Also hier spaltet sich das Volk ein wenig. Dazu kommt dennoch, dass der russische Staat Gold massiv pusht. Er sorgt also dafür, dass Gold attraktiver aus Investoren- und Anlegersicht wird. Russland hat zum Beispiel Gold Ende 2019 steuerfrei gemacht. Das heißt, sollte man in Goldpapiere, Goldzertifikate oder Goldbarren investieren, ist das Ganze erst seit Ende 2019 steuerfrei. Goldmünzen hingegen haben immer noch 20% Mehrwertsteuer. Die Entscheidung pushte dann die Nachfrage in Russland massiv, was natürlich dazu führt, dass immer mehr und mehr Menschen das Geld aus dem Ausland abziehen und ins inflationsbesicherte Gold stecken oder sogar von ihren Bankkonten nehmen, genauso wie wir diese Tendenz in Deutschland sehen. Putin wurde bereits als einer der größten Goldspekulanten der Welt bezeichnet, was nicht nur daran lag, dass er seit 2007 jedes Jahr massiv Gold zukaufen lässt. Russland ist ja der größte Goldproduzent der Welt. Ich weiß nicht, ob Ihnen das klar ist. Die russische Zentralbank besaß damals noch 400 Tonnen Gold. Zwischenzeitlich besitzt die russische Zentralbank schon 2300 Tonnen Gold und pro Monat lässt Putin zusätzliche 10 Tonnen Gold hinzukaufen, was pro Jahr ca. 120 Tonnen ausmacht, mindestens. Und auch hier muss man ganz klar sagen, im Regelfall halten sich die Chinesen und die Russen, was die offiziellen Zahlen angeht, bedeckt und man kann davon ausgehen, dass die Zahlen sogar noch größer sind. Weil der Goldpreis also in den letzten 3 Jahren um 40% stieg, kann sich Putin mit dieser Entscheidung selbstverständlich rühmen und machte einen gigantischen Spekulationsgewinn, sofern er dieses Gold veräußern würde, was er natürlich nicht vorhat. Er kann verkünden, hier seine eigenen Worte, zum ersten Mal in unserer Geschichte decken unsere Währungsreserven die gesamte Auslandsverschuldung sowohl staatlich als auch private ab.
Der Plan von Wladimir Putin, der sich genau dahinter verbirgt, ist, den US-Dollar zu schwächen. Nachdem man den russischen Rubel massiv angegriffen hat und der Rubel förmlich einstürzte und die Russen in Panik verfallen sind, hat Putin jetzt den Racheplan gehegt. Die russische Zentralbank hat die letzten 10 Jahre massiv US-Staatsanleihen verkauft und genau wie China hat Russland die Immunexporte weltweit bzw. aus vielen Ländern ohne den US-Dollar abgewickelt. Zum Beispiel die Erdgasimporte und Exporte werden nicht mehr per US-Dollar abgewickelt. Man sieht auch, das könnte einer der Hintergründe sein, warum beispielsweise Nord Stream 2 von Annalena Baerbock bzw. unserer netten Außenministerin boykottiert wird. Momentan liegt es eigentlich nur noch an sachlichen Maßnahmen und nicht mehr an der Fertigstellung der Pipeline, an der wir uns selbst beschneiden und weswegen wir 17% Gaspreissteigerungen an nur einem einzigen Tag hatten. Außerdem heizt Putin den Goldpreis mit weiteren Fakten an. Zum einen hat er die Zentralbank dazu angehalten, einen Großteil des russisch geförderten Goldes selbst in den eigenen Händen zu behalten und es nicht ins Ausland zu verkaufen. Wenn man bedenkt, dass Russland der größte Goldproduzent der Welt ist, hat das natürlich eine enorme Folgegrad, weil die weltweit verfügbare Goldmenge sich nicht mehr homogen verteilt, sondern zentralisiert an einer Stelle oder an einer zentralen Stelle bleibt. Aber nicht nur, dass diese Mengen Gold auf dem Weltmarkt fehlen, haben böse Zungen behauptet, Russlands Volkswirtschaft und Wirtschaft sei zu klein, um den US-Dollar zu gefährden. Putins Bündnispartner, die Chinesen zwischenzeitlich als größte Volkswirtschaft der Welt, könnten aber gemeinsam im Bündnis mit den Russen deutlich mehr Druck auf den US-Dollar ausüben, was sie auch tun. In diesem Video hier habe ich darüber gesprochen, wie die Chinesen den US-Dollar ausstechen und zur Weltleitwährung Nummer 1 aufsteigen werden. Falls ihr als Russen oder Russlanddeutsche dieses Video seht, schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr das bestätigen könnt, dass die russische Bevölkerung, vielleicht die Verwandten in Russland, die dort noch leben, massiv Gold zugekauft haben. Würde mich persönlich interessieren, was die Menschen dazu sagen und nicht nur die Medien. Falls euch das Video gefallen hat, abonniert gerne den YouTube-Kanal. Ich würde mich darüber freuen, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst und wenn euch dieses Video geholfen hat, den Klarblick zu behalten und dass es vielleicht auch für euch Sinn macht, jetzt den ein oder anderen Euro in physische Edelmetalle zu investieren.